Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Notion Tutorial. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du deinen eigenen Gewohnheitstracker baust. Und das Schöne ist, wir verknüpfen das automatisiert mit einem Tagebucheintrag, sodass du am Ende deines Tages eine Rückschau halten kannst, ob du deine Gewohnheiten, die du dir selbst auferlegt hast, getrackt hast und eine Rückschau auf den jeweiligen Tag damit verbinden kannst. Mein Name ist Christoph, herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Los geht's. So, da sind wir auch schon mittendrin im Gewohnheitstracker, den wir gemeinsam bauen werden. Wer sich die Arbeit sparen möchte und diesen simplen Tracker haben möchte, der einfach unten auf die Templates klicken und dann könnt ihr euch das kostenlos runterladen. Und hier sind dann nochmal ein paar Hinweise, wie ihr bestimmte Sachen vornehmen könnt. Also, das Ganze werden wir jetzt gleich bauen. Das Schöne ist, wenn ich hier auf draufklicke, dann erscheint automatisch, was ich heute mir vielleicht als Aufgabe vorgenommen habe. Und hier erscheint schon der neue Tagebucheintrag, was ich als neue Seite dann immer öffne. Und dann kann ich sagen, hier, heute habe ich das und das und das erledigt. Und das Schöne ist, das erscheint automatisiert immer zu einer bestimmten Uhrzeit. In dem Fall kann ich das hier oben reinklicken. Das arbeiten wir uns gleich alles. Und das erscheint immer um 17 Uhr des jeweiligen Tages, so dass ihr da als Gewohnheit immer gegen 17, 18 Uhr, je nachdem, wie ihr es wollt, eine Rückschau halten könnt und hier euren eigenen Tagebucheintrag vornehmen könnt. Also, wie erstellen wir das Ganze? Wir machen das einfach mal auf einer neuen Seite. Wir stellen eine neue Seite. So, dann nehmen wir das mal hier. Wollen wir das Ganze in der vollen Breite haben. Wir nehmen das Ganze als Gewohnheitstracker. Und dazu müssen wir eine Datenbank erstellen. Gehe hier auf Tabelle, denn wir wollen das als nicht als Basistabelle haben, sondern wirklich als Datenbank. Gehe hier rauf, Tabellenansicht. Und dann möchte ich eine neue Datenbank erstellen. Das Ganze benenne ich dann mal als Habit und dann ist die Grundlage schon mal gelegt. Als allererstes löschen wir hier diesen Bereich raus, den brauchen wir nämlich nicht. Und das Ganze benennen wir um als Tagebucheintrag. Dazu dann gleich mehr. Was wollen wir jetzt Ganze machen? Ja, ihr könnt hier auf das Plus klicken und dann nehmen wir als Kontrollkästchen und da geben wir unsere Habits ein. Zum Beispiel, wir wollen 3 Liter trinken am Tag. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Dann wollen wir wollen natürlich meditieren. Dann wollen wir natürlich... Kann ich jetzt noch umwandeln, nicht als Text, sondern das will ich als Kontrollkästchen haben. Dann möchte ich das als Kontrollkästchen wieder haben und zwar Sport und so weiter und so fort. So kann ich mir das Ganze hier anpassen. Jetzt kann ich mir das hier noch hinzufügen und zurecht machen, wie ich das ganz gerne hätte, sodass ich hier sehr, sehr viele Sachen automatisch erstellen kann. So, was mir noch wichtig ist, ich möchte natürlich, dass ich auch ein Datum habe, damit ich sehe, wann das Ganze passiert ist. Gehe ich wieder hier aufs Plus. Und dann gehe ich nicht auf Datum, weil dann kann ich ein Datum sozusagen erstellen bzw. hinterlegen, wie eine Art To-Do, bis zu welchem Zeitpunkt, sondern ich möchte gerne erstellt umhaben, weil ich das ja später automatisiert haben möchte. Das Ganze ist mir wichtig, dass das im 24-Stunden-Zeitformat passiert und dann, wie gesagt, als vollständiges Datum. Hier könnt ihr bestimmte Sachen angeben. Ich nehme mal vollständiges Datum. So, da haben wir die Grundlage schon mal gelegt. Das brauche ich hier schon mal nicht. Das sollte jetzt erstmal so passen. Jetzt möchte ich, dass das Datum ganz am Anfang steht und der Tagebucheintrag ganz hinten. So, hier habe ich das Ganze hinterlegt. Damit haben wir schon mal die Grundlage gelegt. Was jetzt noch fehlt, ist der Tagebucheintrag. Und jetzt könnte ich natürlich das hier jedes Mal benutzen, indem ich sage, hier irgendwelche bestimmte Frage 1, Frage 2,
Frage 3. So könnte ich das jetzt natürlich immer manuell hinterlegen. Ich möchte aber, dass das ganz gerne automatisiert passiert. Und dazu nehmen wir mal, hier gehen wir hier auf das oben neu rein, gehen auf eine neue Vorlage. Dann erscheint das hier in diesem Fall. Und da benenne ich das mal als neuen Tagebucheintrag. So, jetzt kann ich das hier noch ein bisschen verschieben, dass das hier ganz oben erscheint. So, und jetzt könnte ich die Fragen, die mir wichtig sind, hier noch hinzufügen. Ja, Frage 1, Frage 2, Frage 3. Und jetzt habe ich hier eine Vorlage erschaffen. Das ist erstmal so ganz gut, indem ich jetzt, wenn ich hier jetzt raufklicke, erscheint immer noch nicht mein neuer Tagebucheintrag automatisch. Wie kann ich das Ganze machen? Löschen wir das mal hier wieder raus. Das hier auch. Indem ich hier wieder auf das Fallsymbol gehe und sage, hey, dieser neue Tagebucheintrag soll als Standard festgelegt sein. Und zwar für alle Ansichten in Habit, wenn ich das hier zum Beispiel ändern möchte. Wenn ich jetzt hier raufklicke, dann erscheint hier, wie ihr seht, automatisch neuer Tagebucheintrag. Kann ich auf Öffnen klicken, dann kommen hier meine einzelnen Fragen. Jetzt haben wir es ja immer noch nicht so, dass das automatisiert immer zur gleichen Uhrzeit passiert. Jetzt gehen wir hier wieder auf das Pfeilsymbol. Ich könnte jetzt hier nochmal bei Wiederholen, da werden wir uns gleich hinbearbeiten, aber sagen wir mal, wir wollen mal die Fragen ein bisschen spezifischer haben oder wir wollen sie als verändern. Da gehen wir hier auf das Bearbeiten wieder drauf und jetzt nehmen wir mal nicht hier diese simplen Fragen, sondern ich habe das mal von drüben rüber kopiert und das sind jetzt hier meine Fragen, die ich als Reflexion für meinen Tag benutzen möchte, um meinen Tag zu reflektieren. Das benutze ich auch wirklich, wenn ihr da mal ein bisschen schaut. Ich habe unten eine Journal-Vorlage, da hättet ihr das als Tagesansicht und als Wochenansicht, könnt ihr euch das auch Ganze als kostenlose Vorlage für euer Tagebuch herunterladen. So, jetzt gehen wir hier wieder rein. Jetzt ist das als Standard festgelegt. Wenn ich hier reingehe und einen neuen Tagebucheintrag erstelle, dann ist das automatisch mit den Fragen schon hinterlegt. Aber wie gesagt, es ist noch nicht automatisiert. Wie kriege ich das Ganze jetzt hin? Wir löschen das mal hier wieder raus. Gehe hier wieder rauf, gehe hier auf die drei Punkte und dann sage ich wiederholen. Das möchte ich jeden Tag, dann öffnet sich das. Und jetzt mache ich noch eine Uhrzeit. Jetzt schaue ich mal hier rein. Dann machen wir mal 12:02, weil das ist nämlich gleich. Ich noch auf Speichern drücken und jetzt warten wir kurz ab und dann ist das automatisch schon erschienen, weil es nämlich 12:02 geworden ist. Kann ich hier raufklicken und kann das sofort mit meinem Journal-Eintrag beginnen. Wenn ich jetzt beispielsweise möchte, dass ich die Zeit verändere, gehe ich hier wieder, ihr seht, das ist hinterlegt, das ist als Standard hinterlegt, als Wiederholung, hier auf die drei Punkte, auf alle Tage gehen und dann kann ich hier die Uhrzeit verändern, indem ich sage, hey, ich möchte das Ganze um 18 Uhr immer haben. Und jedes Mal um 18 Uhr erscheint dann dieser neue Tagebucheintrag und kann dort mein tägliches Journaling vornehmen. So erstellt ihr einen einfachen und simplen Habit Tracker. Wenn ihr Fragen habt, dann haut es unten in die Kommentarfunktion rein und dann wünsche ich euch noch einen großartigen Tag. Ciao, ciao!